es bringen sich mehr Menschen um, wenn sie gehörlos sind, als Menschen, die blind sind. Und es ist auch logisch, alles, was man nicht sieht an einem Gebrechen, erzeugt keine Empathie beim Vis-à-vis. Nicht sehen, blind kann man erkennen, nicht hören, nicht. Man würde zu einem Gehörlosen unter Umständen auch nur sagen, bist derisch. Man würde aber nicht zu einem Blinden sagen, jetzt schau einmal. Man würde auch nicht zu einem Menschen im Rollstuhl sagen, steh jetzt endlich auf. Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben. Herzlich willkommen zu den Hörgesprächen. Ich bin Carola Gausterer, freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. Wir haben natürlich wieder einen sehr interessanten Gast, eine Gästin eingeladen. Zu ihr muss man sagen, sie ist Autorin, sie ist Moderatorin, Schauspielerin, sie ist Synchronsprecherin. Man könnte durchaus sagen, die weibliche Stimme der Nation. Weil wenn man mit der ÖBB unterwegs ist, dann ist das die Stimme, die jeder im Ohr hat. Und das schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Chrislona. Hallo. Danke für die Einladung. Danke. Wie würden Sie jemanden Ihre Stimme beschreiben, der nicht hören kann? Ich kann meine Stimme nicht beschreiben, weil ich sie erstens nicht besonders finde. Es ist meine Stimme, die ich immer schon habe. Ich bin sie gewohnt. Ich glaube nicht, dass man eine Stimme beschreiben kann. Das Einzige, was ich vielleicht sagen könnte, sie ist nicht sehr hell und nicht sehr hoch oben. Sie ist jung, sie klingt sehr, sehr jung. Ja, das wundert mich sowieso, weil eigentlich auch eine Stimme älter wird, aber meine wird nicht älter. Auf das wollte ich nämlich hinaus. Ja, das ist ganz komisch, weil das höre ich immer wieder und dann denke ich mir, aber ich wäre ja älter, Entschuldigung, aber die wird nicht älter. Okay. Ein Kapital, aus dem man wirklich... Ja, ich würde es auch gar nicht merken, wenn die älter wird. Wie denn? Ich bin ja jeden Tag mit mir, 24 Stunden, also da merke ich gar nichts. Was tun Sie, um Ihre Stimme so zu haben? Gar nichts? Ich tue gar nichts. Null? Null? Was soll ich damit tun? Ich meine, Pflegen. Ich habe sie. Ich bin ja gelernte Schauspielerin. Ja. Ich weiß, wie man damit umgeht. Ja. Das sehr wohl. Also sie ist geschult. Ja, und da ist sie halt jetzt. Und die Stimme hat sich auch nie verändert? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber alle sagen, sie ist nicht älter geworden. Also und wundern sich, so wie ich selber. Ja. Wundern mich auch. Ja, weil sie wirklich noch immer so jung klingt wie vor 30 Jahren oder 40 Jahren. Ja, es ist unglaublich. Jetzt hat gerade der Bisutti bringt ein neues Buch heraus, ja, der Fotograf. Und ich bin am Cover. Er hat mich ins Cover eingebaut. Und das Foto hat er gemacht vor fast 50 Jahren. Das ist absoluter Wahnsinn. Er war der Erste, der Fotos gemacht hat von mir als Sprecherin. 73, wo ich angefangen habe beim ORF. Das zweite Markenzeichen nach der Stimme ist ja, finde ich, die Frisur, auch das Rot. Ja. Das wurde ja auch damals extra angelegt, glaube ich, oder? Nein, gar nicht. Habt ihr es nicht kreiert? Nein, von kreieren ist Karät. Ich habe Haare, wo nichts anderes geht. Ich habe so kurze Haare gehabt, den Jean Seberg-Schnitt, wie ich noch als Model unterwegs war. Und dann habe ich es heute ein bisschen wachsen lassen. Und ich bin am Anfang gar nicht mit roten Haaren aufgetreten. Man wollte das gar nicht. Man hat mir dann eine mausbraune Perücke gemacht mit meiner Frisur. Und die wurde aufgesetzt, aber irgendwann habe ich es halt nicht mehr gefunden. Also das ist nicht gestylt und nicht programmiert und also solche Sachen mache ich ja gar nicht. Ich schaue mich ja nicht von außen an und denke, jetzt mache ich das aus mir oder das aus mir, ist wurscht. Die ist so und ich bin froh, dass ich sie habe. Ich habe eine Haarqualität wie ein Baby und bin froh, dass sie mir passt. Und sie ist pflegeleicht, ich wasche mir den Kopf unter der Dusche, blase mir im Vorhinein hinein und ab und zu schneide ich mir die Haare, dass sich der Friseur gleich aufregt, weil wenn mich was stört, nehme ich es und schneide es weg. Ja, ich habe hier schon wieder so ein Stückchen, das noch nachwachsen muss. Also ich bin da... Sehr uneitel. Ja, ich bin schon eitel, aber ich bin in vielen Dingen total uneitel. Wissen Sie, es ist mir so wurscht. Ich war früher, wirklich musste ich so auf mich schauen, auf meine Optik ununterbrochen und ich habe ja dafür auch viel Geld verdient und ich war immer eigentlich nur als Zierfisch und Ansteckblume unterwegs. Das ist vorbei. Jetzt schaue ich, dass ich mit dem geringsten Aufwand gut ausschaue. Reicht. Und bin nicht mehr als Ansteckblume unterwegs. Und das freut mich natürlich sehr, dass sich das so entwickelt hat, weil das hätte ja anders auch sein können. Ja, ein Trademark. Und noch dazu, wenn das jetzt am Cover wieder ist, es ist immer noch modern. Ja, also meine Frisur ist immer jedes Jahr einmal sehr modern, dann wieder nicht. Das ist mir egal. Mir passt sie, ich bin froh, dass ich sie habe, ich bin froh, dass ich damit umgehen kann. Und es ist wirklich sekundär, würde ich mal sagen.
Unser Podcast heißt Hörgespräche, Sinnvolles aus dem Leben. Es geht in erster Linie ums Hören. Was tut Chris Lohner beim Schauspielen, auf der Bühne, beim Fernsehen, im Tonstudio, wenn es ums Hören geht? Wie ist das Hören? Wie funktioniert Hören bei Ihnen? Hören Sie immer gut? Ich höre immer gut. Keine Probleme? Also bis jetzt noch nicht. Holzklopfen tut. Tischtibor, muss ich sagen. Aber es könnte ja mal eines Tages sein. Ich habe ja auch Werbung gemacht für Hörgeräte mit einer wirklich hochkarätigen Firma und bin dann auch zu einem Kongress mitgegangen, weil ich werbe nicht für etwas, wo ich keine Ahnung habe. Kann man ruhig sagen, ist die Firma Neuroth? Ja, ich werbe nicht einfach, weil ich dafür Geld kriege. Nein, das interessiert mich, was das ist, bevor ich das mache. Und da bin ich eben mit Neuroth, mit der Chefin, zu einer Diskussionsrunde gegangen. Und das war für mich insofern interessant, weil zum Beispiel, wenn man nichts mehr hören kann und nicht schon vorher, wenn es beginnt, etwas unternimmt, dann ist die Leitung ins Hirn unterbrochen und das kann man nicht mehr wiederherstellen. Das habe ich da gelernt. Mhm. Und darum ist es so wichtig, auch dann was zu unternehmen, wenn man es merkt. Weil wenn die Leitung einmal kaputt ist, ist sie kaputt und dann ist Schluss. Also das ist mein Zugang zum Hören. Ein großes Herz hat Chris Lohner, weil sie auch sehr, sehr viele Charity-Projekte unterstützen. Ja? Sie haben es jetzt angesprochen, Licht für die Welt ist eines gewesen jetzt, aber das haben Sie sehr, sehr lange betreut. 20 Jahre. 20 Jahre. Da geht es natürlich um Spenden lukrieren und man schaut auch, dass diese Kinder die jeweiligen Operationen auch bekommen. Nicht nur Kinder. Nein, vor allem Erwachsene. Ich war 20 Jahre unterwegs in den Armutsgebieten im Sudan, Somalia und in Kenia, in Mosambik, in Tansania, you name it. Ja. Und da geht es vor allem um die Erwachsenen. Okay. Denn es ist ganz wichtig, dadurch, dass AIDS auch so ein wirklich großes Problem ist und die Jungen wegsterben, müssen die Kinder dann ja mit den Großeltern sein. Und wenn die nichts sehen, wenn in Afrika ein Mensch nichts sieht, ist er eigentlich zum Tode verurteilt. Mhm. Weil er kann dann in der kleinen Community, in der er ist, kann er nichts machen. Er kann kein Wasser holen, er kann nicht Holz sammeln, er kann auf die Ziegen nicht aufpassen. Der sitzt dann am Straßenrand, verhungert oder wird von den Hyänen zerrissen oder so irgendwas. Mhm. Also dort ist es lebenswichtig, dass man den grauen Star operiert. Mhm. Und da war ich jetzt 20 Jahre unterwegs, natürlich auch Kinder, wir haben auch behinderte Kinder getroffen, die man ja dort versteckt, weil man glaubt, das ist ein Schmach und eine Strafe. Mhm. Also das hat schon alles umfasst. Und nach 20 Jahren habe ich mir gedacht, ich habe meine Flüge und das alles selbst finanziert, weil ich nicht wollte, dass man nur in den Geruch kommt, dass man ein Spendengeld verwendet. Und war wirklich sehr viel unterwegs. Und hier habe ich halt insofern lukriert, dass ich, wenn man mich engagiert hat und gesagt hat, der Abend ist für Licht für die Welt, habe ich gesagt, ja, ich moderiere es gerne, aber das Geld muss vorher da sein. Weil es gibt dieses Trittbrettfahren, dass man jemanden dann holt. Okay. Und dann ist aber nichts dabei herausgekommen. Mhm. Also ich habe immer gesagt, es muss eine bestimmte Summe da sein. Da will ich sehen, dass die eingezahlt ist und dann stelle ich mich gratis auf die Bühne. Weil sonst geht das gar nicht. Mhm. Und jetzt bin ich... Nach 20 Jahren habe ich mir gedacht, so wie die Welt sich darstellt jetzt, mit den ganzen Katastrophen, ich will mich jetzt vermehrt um die Kinder kümmern und bin jetzt bei Jugend eine Welt. Mhm. Und da geht es um die Kindersoldaten, um die Mädchen, die zur Prostitution gezwungen wurden, um Kinder, die auch hier vielleicht in die Drogenszene abrutschen. Da geht es in erster Linie um Bildung, Ausbildung und da mache ich jetzt mit und das ist sowieso wieder auf der ganzen Welt. Und das Geld hilft doch, dass diese Kinder leichter an Operationen rankommen, wie wenn zum Beispiel das Gehör oder das Augenlicht nicht funktioniert, dass das eben unterstützt wird. Also bei uns ging es um den grauen Star bei Licht für die Welt. Das war Licht für die Welt. Und jetzt? Das ist 30 Euro eine Operation, die sich ja viele gar nicht leisten können. Und dort, ich meine, 30 Euro in Österreich oder irgendwo kriegt man keine graue Star-Operation. Sie haben sie schon, glaube ich, mit 45 gehabt. Ich habe ja beide Augen mit 45, das Scheinwerfer, das heiße Licht noch hat mir das kaputt gemacht. Und bei uns ist es ja kein Thema, aber dort ist es ein Thema. Und wenn man da helfen kann, also das ist schon ganz wichtig. Und jetzt geht es mir halt um die Bildung der Kinder und auch um das wieder integriert sein in der Gesellschaft. In Maputo zum Beispiel, der Hendrik Mankell hat dort ein Theater gegründet für die Straßenkinder und hat sie ins Theater geholt. Und solche Projekte muss man natürlich unterstützen und fördern. Und man muss die Kinder von der Straße holen, man muss schauen, dass sie zu tun haben, dass sie Bildung haben, man muss auch, wenn man die Eltern findet, auch Straßenkinder haben ja mitunter keine Eltern,
dass man die auch findet und mit denen redet. Da gibt es noch viel zu tun. Da gibt es viel zu tun. Waren Sie schon dort? Nein, ich bin seit vielleicht 3 Wochen jetzt bei so Jugend eine das. Welt. Das ist ganz neu. Ganz ich habe jetzt nächsten Samstag ein erstes Meeting mit Menschen, die aus Sierra Leone kommen, dass ich mich mit denen mal unterhalte, was sie brauchen, was notwendig ist. Und nächstes Jahr, jetzt kann ich nirgends hin. Das ist ja jetzt mühsam. Ist schwierig, aber ja. Sobald ich kann, bin ich dann unterwegs. Ja. Mhm. Bildung ist ganz, ganz wichtig für diese Kinder, weil sonst für alle ist Menschen. Die Zukunft, besonders in diesen Ländern, die ja. Zukunft natürlich chancenlos. Ja, es sind ja schon die Kinder, die im warmen Bettchen zu Hause liegen und wohlbehütet sind, die haben es ja auch schon, wenn man auf ihre Zukunft schaut, auch schon nicht so lustig, weil man ja. wirklich nicht weiß, was passiert und was, wohin diese Jugend geht, welche Chancen sie hat. Aber die Kinder, die sowieso benachteiligt ja. sind, die sind ja, die stehen ja überhaupt ganz hinten in der Reihe. Ja, um die geht's ja. Wir haben mitbekommen, Sie hatten jetzt Premiere vor kurzem. Ja. Bazooka. Ja, und die 4MG. Und die 4MG. Wie ist das nach so langer Zeit, wieder mal Applaus zu spüren, zu hören, ja, ihn zu also, genießen? Es war so großartig, ich hätte jeden Einzelnen im Publikum umarmen können. Es war so schön, es war, ich bin auf die Bühne gekommen und die Leute haben applaudiert und ich dachte, wow, das ist so geil. Ja. Ja. Es war großartig. Es war, also ich habe diese Premiere genossen, der Toni und ich, Toni Matuschitz von, ja. von Monty Python, wir haben das sehr genossen. Das glaube ich. Ja, und das, die Leute, es war, das Publikum war auch hat so. Wahrscheinlich auch sehr genossen, ja, weil es war das, ja für uns auch gespürt, nichts. Ne? Die waren auch so glücklich. Noch dazu war es in Windhoben eine Konsumation, die mussten, sie konnten ohne Maske sitzen und die haben sich auch gefreut, dass irgendwas wieder geschieht. Um was geht es in dem Stück? Naja, es ist mein Buch. Es ist eine Zeitreise, ne? Ich bin ein Kind der Stadt Wienerin seit 1943. Und ich habe es jetzt zerlegt, was die Schwerarbeit war, eigentlich daraus eine Bühnenfassung zu machen. Ja. Ich kann mich nicht hinsetzen bei Buch lesen, sondern ich habe wirklich das so zerlegt, Teile viel weggelassen, könnte 300 Seiten, ich meine, das geht nicht. Und habe auch den Fokus eigentlich gelegt, ich war ja ein kleines Kind, ich bin im 43er Jahr geboren, 45 war der Krieg aus und mit 47, da war ich schon unterwegs, mit 4 Jahren habe ich schon mitgekriegt, was los ist und bis 55, bis zum Staatsvertrag geht dieses Buch, was ich so erlebt habe und meine Streiche und was eben so war und das Historische, was ich auch natürlich mitgekriegt habe, da habe ich dann Hugo Portisch gebeten, dass er mein Manuskript liest, damit ich da nicht falsche Sachen erzähle, hat auch das Vorwort geschrieben und ist leider nicht mehr da. Ich weiß. Traurig. Aber er lebt weiter zum Beispiel in diesem Buch. Ja, er lebt weiter in meinen Gedanken, weil er war ein enger Freund von mir. Ja, ein enger Freund. Ganz enger Freund. Und wir haben uns immer getroffen und wir haben so viel Spaß miteinander gehabt. Er war ja, erstens, er war ja ein Weltmann. Ja. Er war ja, ich würde sagen, was der Brabi für die Oper war, war Portisch für die Geschichte. Und das, sowas ist einmalig. Es gibt ja. Menschen, die sind nicht ersetzbar. Ja. Überhaupt dem hat nicht. Man gern zugehört. Ja, und er hat es auch so erklärt, dass man es auch verstanden hat. Die wirklich großen Geister sind imstande, ihre Philosophie wie Popper so zu erklären, dass es jeder versteht. Nur die kleinen Geister müssen sich verlieren in Brabbel und irgendwelchen schwierigen, komplizierten Fremdwörtern, dass man eh nicht zuhören will. Ja. Und aussteckt noch ja. den ersten 2, 3 Sätzen. Ne? Genau. Ist eh wurscht. Das heißt, dieses Stück wird wie oft jetzt noch aufgeführt? Naja, keine Ahnung. Jetzt bin ich einmal im April gebucht und jetzt bin ich dann mal in Oberösterreich damit. Nächstes Jahr vermutlich im Radio Kulturhaus, weil dort passt es auch wunderbar hin. Mhm. Waren Sie in der Premiere? Nein. Dann müssen Sie unbedingt kommen. Sie nehmen sich nie ein Blatt vor den Mund. Na, wieso? Schrodeln raus, was Sie sich denken? Naja, wieso? Ich meine, jetzt nur viel weniger als je zuvor. Ich meine, ich bin jetzt 78 Jahre, was soll ich mir da antun? Wem was nicht passt, kann man auch nichts machen, ne? Trotzdem leben viele so den Weg, den geringsten Widerstand. Na, aber das ist nicht meins, das war schon als Kind nicht meines. Ja, weiß ich. Also das ist einfach, ich bin so als Freigeist auf die Welt gekommen und so bin ich ja durchs Leben marschiert. Und da weiß man halt... Ist ich das mein, nicht schwieriger, so durchs ja, Leben zu Ja, aber gehen? Das macht ja nichts. Spannend. Also mit 20 will man ja eh everybody's darling sein. Das habe ich auch probiert und man dachte, nein, das ist aber nicht meins. Gebitte. Also ich will mich nicht verbiegen, ich will mich nicht verlieren, ich will mir treu bleiben, ich will authentisch bleiben. Da habe ich es feiner mit mir. Ob es die anderen fein haben, weiß ich dann auch nicht. Aber viele haben es trotzdem fein, weil ich bin so direkt, dass wenn ich etwas sage, weiß man, wie man dran ist. Ich tue mich da nicht verschwurbeln und verzieren und verbiegen. Wenn man damit nicht umgehen kann, sehe ich ein, dass es vielleicht nicht ganz leicht ist. Aber ja, da kann ich auch nichts machen. Tut mir leid.
Nein, ist eh gut. Ein grauer Michel, wie man auf Wienerisch ja, sagt, oder? Ja, also ich lebe so besser mit mir und ich lebe ja mit mir und nicht alle anderen leben mit mir. Sie haben als Kind Masern gehabt ja. und an das Augenlicht an beiden Seiten verloren? Ja, ich war blind. Richtig quasi blind, ja. Wie lange hat das dann gedauert? Also das hat schon einige Wochen gedauert. Und ich kann mich nur erinnern, dass man mir erzählt hat, dass die Ärzte gesagt haben, wenn das nicht dann und dann aus ist, dann bleibt das. Das war einfach diese Infektion von der Krankheit? Ja, weil es gab ja keine Impfung damals. Mhm. Und ich lag zwar im dunklen Zimmer während der Masern, aber es ist trotzdem auf die Augen gegangen. Eh zum Glück, weil es geht ja manchmal auch auf die Hirnhaut ja. und so weiter. Und irgendwann habe ich dann Licht gesehen und haben natürlich geschrien, ah, juhu. Wobei ich sagen muss, ich meine, Kinder sind ja schon Opportunisten. Weil ich ja gefunden habe, es haben mich alle bedient. Das fand ich großartig. Ich habe zwar nichts gesehen, aber alle mussten mich bedienen. Das fand ich ja irgendwie auch noch lustig. Ja, eh gut. Also, guter Nebeneffekt. Und wie lange hat das dann gedauert? Naja, ich habe dann gesehen, ich bin dann die gesamte Volksschule in die Seeschule gegangen. So weil das, lange hat das ja, weil das linke Auge hat ausgelassen. Mhm. Mhm. Und das habe ich auch gehasst, weil das ist mir irrsinnig auf die Nerven gegangen. Und das ist dann nie besser geworden? Also das ist dann nein, so geblieben? Nein, da ist ein bisschen was auch zerstört. Und, aber man sieht ja mit dem Hirn, so wie man mit dem Hirn hört. Mhm. Also es ja. hängt alles zusammen. Ja, ja, natürlich. Das heißt, deshalb wahrscheinlich auch das Engagement für Leute, die ein Handicap haben? Gar nicht. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich bin immer auf der Seite derer, denen es schlechter geht als mir. Automatisch. Also ich bin schon mit 13 Jahren in die Altersheime gegangen und habe zu Weihnachten denen Geschichten vorgelesen. Ich habe immer gefragt, ob ich das machen darf und bin hingegangen. Und dann habe ich ihnen auch noch auf der Blockflöte vorgespielt und das muss grauenhaft gewesen sein. Aber die Initiative ist toll. Ja, weil ich habe immer gern alte Leute gehabt. Mhm. Ich habe keinen Großvater gehabt, den haben die Nazis umgebracht und ich habe immer so gern alte Leute gehabt. Weil die konnten so schöne Geschichten erzählen. Die lieben alten so Leute. Viel, ja. Die Grauslichen sind ja gar nicht jung. Aber ich habe das immer gern gehabt. Ich mochte alte Leute. Ich mag auch immer noch, ich liebe alte Leute, jetzt bin ich selber alt. Aber ich mag alte Leute, weil ich finde, sie haben für uns Wege geebnet, auf denen wir gehen, als wären die immer da gewesen. Das vergisst ja. man. Ja. Die haben für uns gekämpft. Die haben dafür gekämpft, dass ich wählen darf als Frau. Mhm. Die haben für uns alles Mögliche erreicht. Ich meine, aber sie geraten ein bisschen in Vergessenheit in unserer ja, aber, Gesellschaft, und oder? Ich erinnere die Leute aber gern daran. Ja. So, es ist nicht alles immer ganz normal und einfach da. Da waren Menschen da, die haben das gemacht. Mhm. Da gab es Politiker, die haben dafür gesorgt, dass wir einen Staatsvertrag bekommen. Sonst wären wir bis vor 20 Jahren hinter dem Eisernen Vorhang verschwunden. Wien war ja die letzte westliche Stadt im Osten. Hinter uns war nichts, Eiserner Vorhang. Das darf man alles nicht vergessen. Dadurch sind wir auch in die Mitte gerückt. Ja. Wie ich noch als Model unterwegs war, damit habe ich ja mein Schauspielstudium ja. finanziert, und nach Wien gekommen bin, habe ich gedacht, ich bin in Warschau. Grau, finster, schier. Dreckig. Weil, ja, die Leute komisch angezogen. Wenn ich bin mit dem Mini über die Kärntenstraßen gekommen, da haben die Arbeiter vom Gerüst runtergeschrien, steig doch nicht auf den Pullover. Also das war wirklich ganz arg. Und jetzt sind so ist stark Wien, war der Unterschied. Na sicher, weil dahinter, es war kein Hinterland, weder in der Mode noch in irgendwas. Und dadurch, dass der Vorhang weg ist, der Eiserne, ist Wien in die Mitte Europas gerutscht. Und da ist es aufgeblüht. Die Stadt ist lebenswert und hat ihre Tiefen und Höhen. Und gerade weil sie auch so ein bisschen manchmal sumpfig ist in der Mentalität, da wächst viel, da kann viel Kreativität entstehen. Das heißt, Wien hat sich enorm verändert. Naja, unglaublich. Zeiten. Und wie ist es jetzt? Ja, ich finde es spannend. Ich bin immer gern weg, aber ich komme immer gern nach Haus. Mhm. Ich wohne gern hier. Es ist grün, es ist angenehm, es ist eine relativ sichere Stadt. Also ich mag Wien gern und ich habe in Paris gelebt, ich habe in Amerika gelebt, in Düsseldorf, in Mailand, Zürich. Ich kann das ein bisschen beurteilen. Ich war dort nicht als Tourist, sondern ich habe dort gelebt und gearbeitet. Das ist mhm. etwas anderes, wenn man eine Stadt als arbeitender Mensch erlebt. Mhm. Also Paris ist wirklich hantig zum Arbeiten, muss ich schon sagen. Also sehr viel mitbekommen von der Welt. Ja, schon. Und das spürt man jetzt auch in den Büchern. Man spürt einfach diese Lebenserfahrung auch auf der Bühne. Man spürt es auch, was in Österreich alles abgegangen ist. Also Chris Lohner verkörpert das Ganze auch ein bisschen. Und lässt uns ein bisschen teilhaben. Ich bin eine Zeitzeugin natürlich, ja? auch durch meine ja. Kindheit. Und das war ja auch schön bei der Premiere, weil da sind einige gewesen, die mit aha, ja, kann ich mich erinnern. Also? Aber das vergisst man, nicht? Ja. Man vergisst das ja.
Und ich bin sehr gern so alt, wie ich jetzt bin. Ich finde das großartig. Das wollte ich eh schon fragen. Das ist eigentlich das beste Jahrzehnt gewesen. Ja, es ist ja, ich bin ein Jetzt-Mensch. Also ich genieße ja jeden Tag, weil es steht ja nirgends geschrieben, dass ich morgen aufwache. Ne? Also habe ich es lieber heute fein, bevor ich da irgendein Blödsinn mache und dann habe ich es nicht fein. Aber es ist, was ich so schön finde, dass man so an Erfahrung so eine Bereicherung erlebt hat. Ich habe so viele unglaubliche Menschen getroffen, den Dalai Lama und die Earth Kid, um nur den Kontrast herauszuarbeiten. Ich habe so viele spannende Menschen auf der ganzen Welt erlebt. Ich bin ein sehr offenes Geschöpf. Ich bin, egal wo ich hinfahre, auch wenn ich fahre manchmal allein nach Venedig in einer halben Minute und da heute im Eschow bin ich mit irgendjemandem. Und da entstehen immer Geschichten. Und das ist schön. Das ist ja mein Schatz. Das kann man mir ja nicht wegnehmen. Wenn ich tot bin, ist es weg. Aber solange ich lebe, ist es meins. Nicht gut, das ist diese Energie, die Sie auch ausstrahlen irgendwie. Was ist Ihr Lebensmotto? Ja, genieß den Tag, Punkt. Als wäre es dein letzter? Ja, aber ich genieße einfach den Tag. Mhm. Genieß den Tag und geh respektvoll und mit Empathie mit deinen Mitmenschen um. Ende. Ich möchte einfach alles so behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Das ist ja nicht so schwer, aber das kapieren es nicht. Nein, das kapiert nicht jeder. Ja? Nein, das kapiert ganz viele nicht zurzeit überhaupt, weil es gibt ja diese ganzen, ich finde diese Volksweisheiten, diese Sprüche ganz lustig und die sind auch ganz gescheit. Wenn du nicht weißt, was man dir tut, dann füge auch keinem anderen zu. Hä? Das ist ja nicht schwer, oder? Na? Das kann man ja ganz leicht verinnerlichen, da muss man kein Universitätsprofessor sein. Das kapiert man auf jeden Fall. Mhm. Aber irgendwie, es sinkt nicht ein, es bleibt irgendwo hängen. Weil Sie vor den Dalai Lama angesprochen haben, da gibt es eine sehr lustige Geschichte drumherum. Chris Lohner wurde zu einem Interview bestellt. Naja, es war ein bisschen lustig, was nicht? Also zum Zuhören schon. Naja, es war so, ich habe gesagt... In Wien war das, gell? Es war in Wien. Ich möchte eine Begegnung machen. Ich habe ja bei Dreisat Begegnungen gemacht, eine Sendung von einer Stunde mit Wolf, also der Schriftstellerin oder von Weizsäcker und also alle möglichen. Quer auch durch, was ja spannend ist, ja. Weil wenn ich immer nur in meiner Blase bleibe, erfahre ich ja nichts. Na, super, so wie die Menschen, die sich nie vermischen mit anderen Menschen weltweit, zu Erfolg wird eingehen. Ist eh passiert, Azteken und wie sie alle heißen, wenn man keine Fremden zulässt. Aber das ist eine andere Geschichte. ich habe vorgeschlagen, ich will den Dalai Lama interviewen für die Sendung Rendezvous und habe mich mit dem Sekretär in Verbindung gesetzt, den ich aus Zürich kannte. Und der Dalai Lama war in Wien im Palais Auersberg, im Schwarzenberg. Und ich habe ein Team bestellt über... Kamerateam? Ja. Und bin hingefahren und es war noch niemand da. Und ich war allein mit dem Dalai Lama und habe gesagt, Your Holiness, I'm sorry, I think we have to wait a little bit. Ja, yeah, doesn't matter. I have time. Der redet ja so in einem so schönen Sing-Sang, ne? Ja, und dann ist niemand gekommen. Ui, es ist niemand gekommen. Dann habe ich mich lang mit ihm unterhalten, einfach so. Und habe ihn gefragt, was er eigentlich macht, wenn er nicht gerade Your Holiness ist. Und hat er gesagt, ja, er zerlegt gern Radioapparate und so und setzt wieder zusammen. Er macht das gern, technische Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich aber irgendwas unternehmen, ne? Ich bin ja nicht nur da, dass ich mich unterhalte und er mit mir Kaffee trinkt oder irgendwas. Aber er hat etwas zu mir gesagt und da muss ich sagen, ab da habe ich mir gedacht, es ist mir wurscht, was irgendwer über mich sagt. Er hat zu mir gesagt, don't you worry. Weil ich gesagt habe, ich bin irgendwie desolé und so weiter. Ne? Er hat gesagt, don't you worry, there is something about you makes me feel good. Haben wir gedacht, der baggert mich sicher nicht an. Und wenn der Dalai Lama mir das sagt, dann können alle sagen, die ist kreizert, die ist deppert oder schier, mir wurscht. Weil das war, ich meine, das ist ja... Wunderschönes Kompliment. Das ist ja vom Universum eine kleine Blume heruntergefallen. Ne? Habe ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich halt einen Kameramann angerufen, einen Freund von mir, und der ist dann gekommen. Wie lange habt ihr da gesprochen miteinander? Ja, ich war sicher 1,5 Stunden mit ihm allein. Smalltalk mit dem Dalai Lama, auch nicht so leicht, oder? Nein, das war okay. War es okay? Ja, er spricht so ein zurück? Lustiges Englisch. Und er hat immer zu mir gesagt, you speak slowly, I better understand. Also wir haben es eigentlich lustig gehabt. Ja, wir haben uns unterhalten. Ich habe ihn gefragt, was man tun muss, um Buddhist zu werden und solche Dinge. Wir haben über alles Mögliche geredet. Sehr nett. Ja, aber das war natürlich, weil man gesagt hat, ja, wahrscheinlich kriegst du ihn eh nicht. Ne? Dadurch haben sie mir kein Team geschickt.
Toll, dass der es da war. Es gibt tolle Sachen. Ja, es gibt immer das Gute im Schlechten. Das gibt's immer. Man muss nur irgendwann auch vielleicht in einem Abstand der Zeit hinschauen und sehen, das war eh super. Ich hätte das nie gehabt, wenn die nicht so ekelhaft zu mir gewesen wären. Ja. Großartig, danke. Das Gute im Schlechten, ist das auch so ein bisschen was? Ja, das ist meins. Das Gute im Schlechten, dann habe ich noch was, eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Also das sind schon die Sachen, die in mein Leben gehören. Gehören dazu so Sprüche. Ja, das ist ja, aber die sich auch bewahrheiten. Mhm. Das bewahrheitet sich immer. Noch so eine Geschichte, die lustig war, über die man schmunzeln kann? Ja, da gibt es viele. Wie lange haben Sie Zeit? Probieren wir mal eine. Na, da gibt es sicher viele. Es gibt ganz viele. Es gibt vor allem etwas, was ich wirklich mag, weil hier weiß ich nicht, wenn man für mich etwas tut, ob das jetzt, weil ich eben das Ohrfloch eingebrannt habe auf der Pobacke, ob das da deshalb ist. Ich habe meine persönlichen Erfolgserlebnisse habe ich im Ausland, wo mich keiner kennt. Und wenn da jemand out of his way etwas für mich macht, dann beziehe ich das auf mich. Ich war in London und habe meinen Haarföhn vergessen. Und bin dann in ein Apartment Store, also Department Store. Und in London war es damals so, du konntest zwar den Föhn kaufen, aber es war kein Stecker dran. Also war nur das Kabel und du musstest den Stecker selbst, also extra kaufen und das halt anschrauben und einfädeln. Ach so. Anode, Kathode und ja. Zu Hause kann ich das. Nur ich hatte weder einen Schraubenzieher mit noch irgendwas. Ich bin ja an sich eine Bastelmaus. Und dann bin ich eben zu einem Verkäufer gegangen und habe gesagt, I'm a tourist. Ich habe jetzt keine Werkzeuge, ich würde es unter Umständen können. Aber und er sagt, you're a nice lady. Ich habe jetzt Mittagspause, warten Sie noch ein bisschen, dann mache ich Ihnen das. Das halte ich für ein persönliches Erfolgserlebnis. Sehr das schön. Hat er nicht machen müssen. Nein. Nein. Er hätte einen Schraubenzieher hergeben können. Ja, und so, ja, wenn Sie das können, machen Sie es. Ja. Ja, und sowas mag ich. Ja. Solche Aber Sachen es ist immer, ich. Wie man in den Wald hineinschaut, so kommst du zurück, sicher. Oder? Wenn Natürlich. Man freundlich auf andere zugeht, dann ist das einfach so. Bastelmaus? Wirklich? Ja. Krislona bastelt zu Hause selbst? Naja, ich wohne allein in einem Haus. Da kann ich nicht wegen jedem blöden Schraubenzieher irgendjemand kommen lassen. Und ich bin auch jemand, also wenn ich Handwerker da habe und die machen ihre Kiste auf. Und da ist was drin, was mir gefällt. Was zum Beispiel? Naja, ich habe eine Wasserwaage, habe ich schon, eine große. Und einen kleinen Schraubstock. Und dann frage ich, ob ich das haben kann. Und meistens schenken die mir das. Echt? Ja, ich habe eine Küchenlade, ich weiß nicht, ob das viele Frauen haben. Ich habe eine Lade in der Küche, die ist voll mit Handwerk. Mit Zangen in verschiedener Größe, mit Schraubenziehern in verschiedener Größe, mit zwei Stanley-Messern verschiedenen, mit Wasserwaagen, mit allen möglichen Schrauben, mit allen möglichen... Ja. Alles geschnorrt? Nein, aber vieles. Okay, ja. Okay. Ja, schon. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, einen Handwerker zu fragen, ob er mir was schenkt. Nein, ich gehe dann immer so herum und schaue mir das an und sage, das ist schön, toll, das habe ich noch nicht. Okay. Und er sagt, na ja, nehmen Sie es. Ja. Na, gute Idee. Wie entspannt Krislona? Also ich gehe sehr viel mit der Schale spazieren. Ich gehe ganz gern, die Natur ist für mich ganz wichtig. Also mich entspannt die Natur. Die Stille auch? Ja, das habe ich gern. Also ich bin zum Beispiel, ich höre keine Musik zu Hause, wenn ich arbeite. Gar keine? Nein, weil ich bin so in Gedanken, das irritiert mich. Mhm. Wann hören Sie Musik? Oder überhaupt? Selbstbestimmt höre ich. Zum Frühstück manchmal knall ich einen Albinoni. Oder so. Also doch, und ist das dann laut oder wie stellen wir das vor? Naja, da höre ich zu. Okay. Aber ich mag diese Berieselung nicht. Ich will selbstbestimmte Musik. Ich will nicht in einem Supermarkt mir diese Musik da anhören, die mir nicht gefällt. Ich will selbstbestimmte Musik. Ich will in die Oper gehen, ich will ins Musical gehen, weil ich will selbstbestimmte Musik hören. Mhm. Nicht irgendeine. Das heißt eher Spotify oder iTunes? Nein, gar nichts. Gar nichts? Nein, das mache ich nicht. Wenn ich spazieren gehe, ich will das nicht. Das mache ich alles nicht. Ich gehe irgendwo hin oder ich lege irgendwas auf oder ich drehe irgendwas auf. Ganz gezielt. Mhm. Ich habe ein so schönes Erlebnis gehabt in Bath in England an einem Wintertag, wo selten ist, dass es schneit. Es hat ein bisschen geschneit. Und ich war mit meinem Freund dort, mit dem Lance Lumsden, der vor 10 Jahren gestorben ist. Und am Sonntag ist nichts los in London. Da hat alles zu. Also sind wir rausgefahren. Und dann stand bei einer Kirche, da waren so Rippen von der Kirche, und da stand in einem Eck ein alter Mann mit einem Bart, mit einer Violine und hat Bach Helbel gespielt. Das sind Dinge, die kann man mir nicht wegnehmen.
Das war so großartig. Wir zwei sind da gestanden und haben dem zugehört. Nur für euch? Ja, nur für uns. Wow. Der hat für sich gespielt, aber wir waren halt dann zufällig da. Mhm. Das war irre. Das prägt sich ein, sowas. Sowas ist wahnsinnig schön. Und das sind die Dinge, was ich immer sage, das sind die Dinge, die man nicht kaufen kann. Das sind die schönsten im Leben. Sie können sich Sex kaufen, aber nicht Liebe. Mhm. Und das ist so wichtig zu wissen. Mhm. Ist schon fein, wenn man Geld hat, weil man Verschiedenes kaufen kann, um das Leben leichter zu haben. Das ist schon okay. Das ist ein Vorteil, ja. Man kann auch damit anderen helfen. Aber die Dinge, die einem wirklich das Herz wärmen, die kann man nicht kaufen. Darum ist ja helfen auch so cool. Ja. Weil ich mich so freue, wenn jemand nach dem grauen Star putzt, und ich bin ja auch im OP meistens dabei, wenn da jemand sehen kann und dann schreit, praise the Lord, I can see. Das ist unglaublich. Da habe ich selber so eine Freude. Weil es ist ja alles rückbezüglich im Leben. Mhm. Helfen ist ja rückbezüglich. Auch ekelhaft sein ist rückbezüglich. Wenn zu mir jemand ekelhaft ist, denke ich mir, na gut, mich ärgerst jetzt 5 Minuten, aber du musst mit deinem grauslichen Psycho 24 Stunden leben. Strafe genug. Das ist alles rückbezüglich. Die Leute vergessen, wie gefährlich auch die Sprache ist, weil das alles rückbezüglich ist. Das hat sich aber jetzt stark verändert auch, zum Nachteil, oder? Naja, leider. Ja. Aber ich rede drüber, weil ich finde, die Menschen sollten wieder dran denken. Wenn etwas schön ist, sagt man nicht, nein, das ist eh schön. Man sagt, ja, das ist schön. Weil wenn man sagt, nein, das ist eh schön, dann ist man eh schon neidig. Ja. Nein, die Sprache ist verräterisch. Ja, das stimmt. Man müsste darüber mehr nachdenken. Mhm. Fängt vielleicht bei den Kindern auch schon an. Vielleicht nee, geht immer. Da schon fängt alles bei den Kindern Richtung an, dass man den Kindern die Sprache vielleicht auch ein bisschen. Naja, wenn man sagt, ich gehe in Billa oder du gehst da oder SMS und Emoji, schwierig. Ich glaube, dass Kinder schon wieder anfangen zu lesen und dank Breitsinner, das ist ja sein großes Verdienst, dass die Kinder lesen. Mhm. Weil wer nicht liest, wird auch sicher nie selber schreiben. Mhm. Und die Sprache verkümmert und Sprache ist was Lebendiges. Es entwickelt sich ja auch, aber nur immer in kleinen Bruchstücken zu reden. Das heißt, WhatsApp, SMS, das ist nicht ihrs, oder? Oh ja. Doch. Nur ich nütze es, aber ich bin der Chef, ja. Ich lasse mich nicht unterbuttern stundenlang mit solchen Dingen, aber natürlich nütze ich das. Schon? Ja, klar. Aber da muss es manchmal schnell gehen. Da schreibt man eben nicht ganze Sätze. Oh ja, ich schreibe immer ganze Sätze und ich kontrolliere auch, was ich abschicke. Okay. Weil da gibt es dieses blöde Korrekturprogramm, wo sich dann etwas verändert, was ich gar nicht gemeint habe. Mhm. Also ich schaue mir das immer an. Und Sprachnachrichten, dass man die dann anhört, dass es einfach persönlicher ist? Ja, das mache ich auch. Und überhaupt, ich habe sehr viel Zeit verwendet, mit meinen Freunden mindestens eine Stunde zu telefonieren, immer wieder. Weil ich wissen wollte, wie es ihnen geht, ich wollte sie hören, ich wollte, dass sie mich hören. Da habe ich mir die Zeit genommen, überall hin zu telefonieren. Also die Freundschaften pflegen, was sehr wichtig ist. Ja, das ist eine schöne Arbeit, aber es ist eine wichtige Arbeit. Ja, manchmal anstrengend auch? Ja, es ist anstrengend, aber es ist wichtig und es ist schön. Also es haben sich alle gefreut und ich habe mich auch gefreut, wenn dann aus Amerika neulich kam ein Anruf, weil ich so eine private Seite habe, Chris Simpson, nachdem ich ja die March mache bei den Simpsons für die Österreich-Fassung. Jetzt kommen 3 neue. Die hat das irgendwie gesehen und die sagt, did you change your name? no, I'm doing the Austrian edition of the Simpsons. Und dann haben wir heute lang geplaudert. Seine Schulfreundin, die habe ich seit meinem 18. Lebensjahr, mit der bin ich in die Schule gegangen in Amerika. Wow, schön. Das hat sich über die Jahre erhalten. Das ist schon cool, ne? Ja. Ja. Dass die auch die Nummer noch hat oder habt ihr euch über Facebook dann wieder getroffen? Nein, wir waren immer in Kontakt. Immer in Kontakt. Wir waren gemeinsam, wie sie, ihr Mann ist leider gestorben, auch. Und wir haben uns in Irland getroffen. Sie war in Wien mit ihrem Mann 2-mal. Wir haben uns überall immer getroffen. Zu meinem 70er war sie da. Dann bin ich mit ihr in die Provence gefahren, bis hinunter in die Camargue. Na, wir haben immer gemeinsam Sachen gemacht. Und jetzt beide Seiten traurig. Wir wissen nicht, wann wir einander wiedersehen, nicht? Mhm. Also Reisen war immer ein Thema. Ja, ja, absolut. Was ist Ihr Lieblingsland, wo Sie gerne hinreisen? Ich habe kein Lieblingsland. Ich habe nur ein Second Home und das ist Jamaika. Immer noch? Ja. Ich bin jedes Jahr dort. Das ist mein Pensionistenurlaub, wie ich sage. Ja. Da habe ich 2 Kraftanzen. Immer an derselben Stelle? Oder? Ja, sicher. Okay. Da brauche ich nichts. Dort muss ich mich um nichts kümmern, weil normal, wenn ich irgendwo hinfahre, will ich ja die Gegend erforschen. Da hole ich mich aber nicht. Das ist zwar schön und bereichernd, aber wenn meine Batterien low sind, dann muss ich, da fahre ich hin, da gehe ich schwimmen, essen, lesen, schlafen, aus. Freunde besuchen. Also ein Kraftort. Ja, Jamaika. Absolut.
Nicht da schminke ich mich nicht, da gehe ich barfuß, da habe ich Badeanzüge mit, Kaftans, einmal irgendwas, wenn ich wo außerhalb wohin eingeladen bin, aus. Mhm. Da bin ich 10 Tage und in 10 Tagen geht es mir wunderbar, fahre ich wieder gern nach Haus. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ah, ich will einfach gesund sterben. Mhm. Das ist alles. Das ist wenig. Naja, das finde ich eh toll. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ja. Wir haben den Kraftort besprochen, schöne Geschichten erzählt, viel gehört. Das Hören ist wichtig, um es noch einmal auf die Hörgespräche hinzumachen. Was bedeutet Hören für Sie? Also Hören ist einer der wichtigsten Sinne, muss ich sagen, weil ich mich, wie gesagt, auch da ein bisschen tiefer damit befasst habe. Es bringen sich mehr Menschen um, wenn sie gehörlos sind, als Menschen, die blind sind. Und es ist auch logisch, alles, was man nicht sieht an einem Gebrechen, erzeugt keine Empathie beim Vis-à-vis. Nicht sehen, blind kann man erkennen, nicht hören, nicht. Man würde zu einem Gehörlosen unter Umständen auch nur sagen, bist derisch. Man würde aber nicht zu einem Blinden sagen, jetzt schau einmal. Man würde auch nicht zu einem Menschen im Rollstuhl sagen, steh jetzt endlich auf. So wie schwere Depressionen, die man nicht sieht. Alles, was man nicht sieht, erzeugt keine Empathie beim Vis-à-vis. Und deshalb ist das eine sehr schwierige Geschichte. Und Menschen, die nicht hören, sind von der Gesellschaft mehr ausgeschlossen als Menschen, die nicht sehen. Ja, diese Vereinsamung auch, ne? Naja, die hören schon mal ein nettes Auto, wenn sie über die Straße gehen. Die können nicht Radio hören, die können nicht Musik hören. Es gibt viele blinde Menschen, die ich kenne, die fernschauen. Weil sie hören ja eh alles. Also ich halte Hören für eine sehr wichtige, ich halte alle Sinne für wichtig, aber alle, ja. Hören ist sicher ein wichtiger Aspekt. Danke für Ihre Geduld, für Ihr Gespräch mit uns. Ich danke. Hörgespräche, großartig, unverwechselbar. Ich hoffe, Sie bleiben weiter so. Naja, ich arbeite dran, ne, jeden Tag ein bisschen. Sowas kann man gar nicht ablegen. Das, nein, entweder man ist es oder man ist es nicht. Das gehört, ich mein, was soll ich tun? Dazu, ja. Ich werde mich nicht mehr ändern. Na, gut. Ich werde schon arbeiten, weil man hat schon so eine Liste von Unarten, die man gerne ein bisschen beseitigen möchte. Na, was wäre so eine negative Eigenschaft? Naja, die ist heftig. Ich unterbreche Menschen, wenn es mir zu fad wird, weil ich eh schon weiß, was sagen. Das ist eine Unart. An dem arbeite ich auch. Aber das ist, ich habe neulich mit einer Dame gesprochen, die sich da wissenschaftlich auskennt. Sie sagt, ich bin ein roter Typ. Da gibt es eine Studie, dass Menschen, die geschwind sind, die haben nicht die Geduld, wenn sie eh schon wissen, worauf das hinzielt, bis zum Schluss zuzuhören. Und an dem arbeite ich. Obwohl es mir manchmal so fad ist, muss ich ehrlich sagen, weil ich eh weiß. Ich weiß es eh schon. Aber das ist so überheblich. Bist du ungeduldig? Naja, es ist, ja. Schon. Aber das Zuhören ist wichtig, immer. Es ist wichtig, aber manchmal, manche Menschen sind so langatmig. Ja. Und da verliere ich schon die Geduld. Und an dem arbeite ich. Okay, naja, gut. Wenn es interessant ist, stundenlang, ja. Gut, die Menschen sind halt unterschiedlich, so ja, ist es halt. Ja, natürlich, so ist es auch. Jeder Mensch ist einmalig, ja. Klar. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Danke für die Hörgespräche, Sinnvolles aus dem Leben. Heute mit Chris Lohner. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung des Programms. Wir sehen es oder wir lesen das Buch. Bazooka. So ist es. Die vier im Jeep. Ja. In der Langversion. Die das Theaterversion ist ein bisschen kürzer. Ich bin ein Kind der Stadt. Ich bin ein Kind der Stadt. Bis zum nächsten Mal bei Hörgespräche, Sinnvolles aus dem Leben. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Dankeschön. Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt? Ja, das Weinen eines Kindes. Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen? Mein Leben ohne Gehör wäre sicher anders verlaufen, aber ich hätte sicher alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mich in die Gesellschaft einzuklinken. Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher? Bleiben Sie sich treu und verbiegen Sie sich für nichts.